Also auf jeden Fall von Edeka habe ich meine Grundausstattung, sage ich mal, um sich mit einem Lebensmittelhandel selbstständig zu machen, ne? Das war schon ganz gut. Ja, ich bin Radek Pacek, 32, komme ursprünglich aus Polen, habe lange in Lübeck gelebt und seit 5 Jahren jetzt in Rostock. Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich gut mit Menschen umgehen kann und auch Interesse daran habe, mit Menschen irgendwie zu kommunizieren und denen zu helfen und so. Und so bin ich bei Edeka in die Ausbildung gerutscht und irgendwie passte das denn, ne? Weil da hatte ich mit allen möglichen Menschen immer zu tun und das macht mir Spaß so. Vater hat eine Arbeit gesucht, hat die gefunden, war ein Jahr drüben und danach hat er uns nachgeholt, ne? Da war ich 4, das war 89. Ja, ich sag mal, jetzt im Nachhinein war das schon eine heftige Veränderung, aber als Kind hast du das gar nicht so doll mitgekriegt, ne, mit 4. Da hieß es, ab ins Auto, dann habe ich da gepennt, bin aufgewacht, war in Lübeck. Ja. Solange ich eine Ausbildung gemacht habe bei Edeka, habe ich mir auch selber immer Ware online bestellt und habe gesehen, was bei Edeka nicht gibt, habe Neues ausprobiert. Und dann habe ich halt angefangen, aus Polen wieder Sachen zu holen, weil da ganz viele interessante Produkte halt aufkamen. Und ich habe mir halt überlegt, es gibt keinen Laden, der so alles Mögliche verbindet, ne? Es gibt vielleicht hier und da mal einen US-Foodshop so in größeren Städten oder einen polnischen Laden in Lübeck gab es auch. Aber nicht einer, der sagt, ich versuche jetzt alles Mögliche aus aller Welt zusammenzufahren. Um das, ne, alles zu haben, so. Ich hatte das Gefühl am Anfang, als ich angefangen habe, wo ich noch bei Edeka gearbeitet habe, wo ich denen erzählt habe, ich möchte mich jetzt mit dem Laden selbstständig machen und so. Ja, da hat jeder noch ein bisschen so gelächelt, ne? Weil wirklich den Schritt zu machen, das ist ja noch was anderes, als darüber zu reden, ne? Aber dann haben die es gesehen, dass ich es ernst meine und mittlerweile waren auch alle schon mal hier, auch die Lübecker und ein paar aus Polen sogar und sich das angeguckt. Ja, stehen hinter mir auf jeden Fall, ne? Ich bin überhaupt kein Handwerker, was meine Frau nicht so toll findet. Ich meine, ich könnte es versuchen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Mein Schwager ist Tischlermeister und der hat mir da natürlich geholfen. Das kam mir ja sehr zugute, einen Tischlermeister in der Familie zu haben. Ne? Und die Paletten ist ja, ist halt gerade so angesagt eigentlich ziemlich in, so der Style, shabby chic und so. Und andererseits auch ein Kostengrund, ne? Weil als, wenn man neu gründet, da versucht man natürlich wenig wie möglich auszugeben. Und das sind hier 30 Paletten und das Holz dazu, alles insgesamt mit der Farbe und so, hat vielleicht 1000 Euro gekostet. Also hätte ich Regale irgendwo gekauft, dann wäre ich auf jeden Fall nicht so günstig weggekommen und hätte auch nur irgendwelche Regale, ne? Und nicht mal so was anderes halt. Wenn es um solche Geschäftsbeziehungen geht und so, ne, habe ich einfach angeschrieben, hier kleine Online-Shops angeschrieben, die halt Einzelhandel machen. Ob die auch Großhandel machen oder ob die mir einen Händler, ne, und so sucht man sich das nach und nach zusammen halt. Früher, als ich habe ja mit dem Online-Shop vor 6 Jahren angefangen, da waren die Cini-Minis-Riegel der Hit. Ich habe da hunderte im Monat von verkauft. Jetzt ist das Twinkies, das amerikanische Zeug läuft sehr gut, vor allem Twinkies und Lucky Charms, so die Sachen, die im Film und Fernsehen zu sehen sind, ne, die ziehen ganz gut, ja. Und dann liegt es an mir, halt die polnischen Sachen, die unbekannt sind, noch mit dazu zu verkaufen.
Ja, mit Freizeit ist jetzt eigentlich nicht viel los, ne? Weil du bist ja 10, 11 Stunden, auch wenn ich erst um 11 aufmache bis 19 Uhr, du bist ja vorher meistens schon mit E-Mails, Rechnungen und was du nicht alles, Überweisungen zu tun hast. Also hast du schon 11, 12 Stunden Tage und danach hast du eigentlich keine Lust mehr, ne? Das Gute natürlich ist, man macht es für sich und das ist nicht so anstrengend, wie wenn man Angestellter früher war, ne? Da hast du echt nur noch aufs Wochenende zugearbeitet und jetzt ist es ganz anders so jetzt. Macht das Spaß so, ist zwar viel Arbeit, aber eine andere Arbeit für dich und du kannst selber entscheiden, was du machst und wie du was machst. Das ist schon super.